Sie haben herausgefunden, dass die Haltung der Deutschen zu nichtchristlichen Religionsgemeinschaften in einem stärkeren Maße durch Intoleranz geprägt ist als in den anderen untersuchten Ländern, vor allem in den Niederlanden, in Frankreich, in Dänemark. Zugleich haben wir festgestellt, dass die Deutschen weniger bereit sind, den Bau von neuen Moscheen und auch Minaretten zu befürworten im Vergleich zu den Befragten in den anderen Ländern. Ein weiteres wichtiges Analyseergebnis besteht darin, dass die Deutschen aber sehr wohl sich darum bemühen, auch Respekt gegenüber allen Religionsgemeinschaften aufzubringen, ihnen an bestimmten Stellen auch durch sowas wie Glaubens- und Religionsfreiheit einzuräumen. Also man könnte sagen, das Ergebnis ist ein ambivalentes. Auf der einen Seite viele Vorbehalte gegenüber dem Islam, auf der anderen Seite aber bemüht man sich auch um Gerechtigkeit und Fairness. Ja, also im Zentrum der Untersuchung steht die Frage, wie letzten Endes unterschiedliche Religionen eben auch gerade angesichts kultureller und interreligiöser Konflikte in einer Gesellschaft politisch und sozial integriert werden können. Zu diesem Zweck haben wir das Meinungsforschungsinstitut TNS-Emnet beauftragt und es wurden in Ost- und Westdeutschland getrennt, in Frankreich, Dänemark, den Niederlanden und Portugal jeweils 1000 Interviews geführt. Die Auswahl dieser 5 Länder erfolgte letzten Endes nach dem unterschiedlichen Grad an religiöser Vielfalt. So ist es so, dass in Deutschland eine relativ hohe Anzahl von Muslimen lebt, und wir zunehmend kulturelle und interreligiöse Konflikte, beispielsweise wenn es um Fragen vom Moscheebau geht oder um Fragen des Kopftuchs, beobachten können. Frankreich schien uns deswegen besonders interessant zu sein, denn auch hier haben wir zum einen durchaus gewisse Konflikte. Wir denken an die Diskussion um das Burka-Verbot, ebenso an gewisse Probleme mit gewalttätigen Jugendlichen, also beispielsweise wenn wir an die Banlieues denken. Und gleichzeitig ist natürlich der laizistische Staat für uns interessant, ob das sozusagen einen Einfluss hat. In den Niederlanden, so gehen wir jedenfalls davon aus, hat die Ermordung des Islamkritikers Theo van Gogh das Selbstbild der Niederländer als Mitglieder einer toleranten, offenen Gesellschaft möglicherweise nachhaltig verändert. In Dänemark denken wir, dass der Karikaturenstreit möglicherweise das Verhältnis zum Islam beeinflusst hat. Und Portugal zu guter Letzt dient uns als Kontrastfall, denn hier finden wir eben keine so große religiöse Vielfalt wie in den anderen Ländern. Wir haben die Menschen direkt gefragt, wie sie sich stellen zu den unterschiedlichen Religionsgemeinschaften, vor allen Dingen natürlich zum Islam, zu den Muslimen. Und da haben wir herausgefunden, dass in Deutschland die Haltung zu den Muslimen deutlich negativer ist. Im Vergleich zu denjenigen in den Niederlanden, in Frankreich oder auch Dänemark. Wenn man das mal positiv formuliert, 34% der Deutschen sagen, dass sie eine positive Meinung haben von den Muslimen. In anderen Ländern sind das über 50, zum Teil sogar 60%, in den Niederlanden etwas über 60. Sie haben hier abgebildet gewissermaßen die Umkehrung der Frage, nämlich ob man eine negative Meinung hat. Und da sehen Sie, dass es in beiden Teilen Deutschlands die Mehrheit ist, die sich negativ positioniert. Die ist insgesamt deutlich freundlicher. Es ist hier eine Mehrheit der Deutschen, die ein positives Verhältnis zu den Juden, zu den Buddhisten, zu den Hinduisten angibt. Allerdings muss man zugleich auch sagen, dass die positive Meinung von diesen anderen nicht-muslimischen Religionsgemeinschaften in den anderen Ländern noch mal positiver ist. In Deutschland sind es über 50%, die eine positive Meinung haben von den Hinduisten, von den Buddhisten, von den Juden. Aber in den anderen Ländern sind es nahezu 80%. Wir haben danach gefragt, was man eigentlich an Eigenschaften mit dem Islam assoziiert. Wir haben danach gefragt, ob man damit Rückwärtsgewandtheit assoziiert, die Benachteiligung der Frau, Gewaltbereitschaft, Fanatismus. Und es sind eigentlich in allen Ländern vor allen Dingen diese Eigenschaften, die mit dem Islam assoziiert werden. Die Ausnahme ist Frankreich. In Frankreich ist das Bild insgesamt vom Islam viel positiver. Ja, wir haben natürlich nicht nur nach negativen Eigenschaften gefragt, sondern auch nach positiven, also mit dem Islam Friedfertigkeit verbindet, Achtung der Menschenrechte, Solidarität, Toleranz. Und es sind in Deutschland unter 10%,
die mit dem Islam positive Eigenschaften, wie die gerade genannten, verbinden. In anderen Ländern ist das auch nicht eine Mehrheit, aber es sind immerhin doch 20, 30, sogar bis zu 40%, die sagen, ja, der Islam hat auch positive Eigenschaften, die Muslime können mit positiven Eigenschaften assoziiert werden. Man könnte sagen, dass sozusagen die Bereitschaft, das religiöse Feld ambivalent wahrzunehmen, gekennzeichnet einmal durch kritische Eigenschaften, zum anderen aber auch durch positive Eigenschaften, in den anderen Ländern stärker ausgeprägt ist. In Deutschland herrscht mehr ein einliniges Bild von dem, was den Islam ausmacht. Generell sind nur 49% der Befragten in Westdeutschland und 53% in Ostdeutschland laut unserer Umfrage der Auffassung, alle religiösen Gruppen sollten gleiche Rechte haben, im Unterschied zu 72% in Dänemark, 82% in den Niederlanden, 86% in Frankreich und 89% in Portugal. 42% der Westdeutschen erklären die Ausübung und 55% der Ostdeutschen erklären, die Ausübung des islamischen Glaubens müsse stark eingeschränkt werden. Zum Bau von Moscheen und zu Minaretten. Weniger als 30% im Westen Deutschlands befürworten den Bau von Moscheen, im Osten weniger als 20%. Die Zustimmung zum Bau von Minaretten oder zur Einführung muslimischer Feiertage ist noch geringer. In Dänemark dagegen sprechen sich mehr als die Hälfte für den Bau von Moscheen aus, in Frankreich und den Niederlanden etwa 2/3 und in Portugal sogar fast 3/4. Obwohl die europäischen Nachbarländer den Muslimen mehr Rechte wie den Bau von Moscheen zugestehen als die Deutschen, verlangen sie von ihnen aber einen hohen Grad an kultureller Anpassung. Deutlich mehr als 80% stimmen in allen 5 Ländern der Aussage zu, dass sich die Muslime an unserer Kultur anpassen müssen. Im Grunde genommen ist das nicht ganz klar, was man unter unserer Kultur versteht. Viele sagen, dass das Christentum das Fundament unserer Kultur ist. Das sagen 70% in Deutschland, weniger in Ostdeutschland, aber fast genauso viel auch in Frankreich, in Dänemark, in den Niederlanden. Man muss fragen, wie das eigentlich gefüllt ist. Auf jeden Fall hat es etwas mit dem Christentum zu tun. Wenn man diese Frage stellt, ja, mit welchen Eigenschaften und Merkmalen die einzelnen Religionsgemeinschaften assoziiert werden, dann ist doch erstaunlich, wie positiv das Bild vom Christentum ist. Trotz Entkirchlichung und Säkularisierung in Deutschland, in den Niederlanden und in Frankreich. Man kann fast von einer spiegelbildlichen Verkehrung sprechen. Also in dem Maße, wie das Christentum positiv gesehen wird, wird der Islam negativ gesehen. Dem Christentum werden solche Eigenschaften wie Friedfertigkeit, Solidarität, Toleranz zugeschrieben, aber eben nicht dem Islam. Ich glaube, es ist mehr ein kulturelles Verständnis von Christentum. Nicht unbedingt so, dass jetzt die Menschen häufiger in die Kirche gehen oder intensiver an Gott glauben, aber sie wollen, dass unsere Gesellschaft irgendwie sowas hat wie eine Wertegrundlage. Sie möchten auch, dass die Kinder christlich erzogen werden. Das trifft für den Westen Deutschlands zu, nicht für den Osten natürlich. Im Großen und Ganzen muss man sagen, das ist mehr ein vages Verständnis von dem, was Christentum ausmacht, nicht unbedingt verbunden mit einer höheren Engagementsbereitschaft oder mit einem intensiveren Glauben. Das Ergebnis ist hier eigentlich überraschend, wenn man also den Ergebnissen bisher gefolgt ist. Denn hier haben wir wenig Länderdifferenzen. Also in Deutschland sind es ungefähr 40%, die sich durch fremde Kulturen, was auch immer das sein mag, das ist nicht unbedingt der Islam, das könnte damit assoziiert werden, muss es aber nicht, sind etwa 40%, die sich durch fremde Kulturen bedroht fühlen. Aber auch in den anderen Ländern ist die Zahl derjenigen, die sagen, sie fühlten sich bedroht, ähnlich hoch.